Wow. Typhon entlastet Typhon offiziell von jeglichem Fehlverhalten, die zum Tod eines Mannes durch Typhon-Explosion geführt haben. Der beste Job, den ich je hatte. Aber naja, die Konkurrenz ist ja auch nicht wirklich groß. So viele Erinnerungen an Gabe, die ich nicht sammeln konnte.
Duckys Geschenk dafür, dass ich seinen Whisky gefunden habe. Es ist ein einzigartiger Ausdruck der Dankbarkeit. Da waren einige echt süße Fotos von Gabe und Ethan drauf. Ich habe Steph kein einziges Mal besiegt. Das muss bedeuten, dass ein Sieg überfällig ist, oder? Ich weiß, es ist Ethans Spiel, aber ich bin Stufe 73 und werde ganz bestimmt nicht aufhören. Ich glaube, die Mütze war hier. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Das war von Steph zwar nur als Joke gedacht, aber irgendwie mag ich es. Ich weiß nicht mal, ob ich das richtig mache, aber ich hatte das Gefühl, ich muss etwas tun. Das Leben in Haven wäre viel schlimmer ohne diese zwei Weirdos. Ein Einweihungsgeschenk von Eleanor. Sie meinte, Gabe hat diese kleinen Kerle geliebt, aber ohne Sonnenbrille. Jetzt sind wir einen Schritt näher dran. Steph, ich werde dich umbringen. Ich wünschte, ich wäre Stephs Rat gefolgt. Ich krieg dich immer noch nicht auf. Irgendwo hier muss doch ein... Wow. Steph ist ein Rockstar, dass sie das zusammengestellt hat. Ethan wird ausflippen. Eine Schreckensratte schließt sich deiner Gruppe an.
Ich krieg dich immer noch nicht auf. Irgendwo hier muss doch ein Schlüssel sein. Steph hatte recht. Die haben's echt drauf. Manchmal ist es schwer zu sagen, wo Gabe aufhört und ich beginne. Sein Job, seine Wohnung, sein Leben hier. Aber ich denke, den deutlichsten Übergang sehe ich in Steph und Ryan. Wenn wir alle zusammen sind, stelle ich mir vor, wie er an meiner Stelle da ist. Und ich werde zum Zuschauer dieses Lebens, das ich kaum kannte. Oder ich entscheide mich dafür, Gabe zu vergessen. Und so unwahrscheinlich es auch ist, zu akzeptieren, dass Steph und Ryan meine Freundschaft schätzen. Unabhängig von Gabe. Ich denke, ich weiß, was Gabe wollen würde. Jedes Mal, wenn ich mir diese Platte anhöre, bringt sie mich direkt zu diesem Moment mit Gabe zurück. Natürlich investiere ich all mein Trinkgeld in die Erweiterung meiner Plattensammlung. Manchmal ist es schwer zu sagen, wo Gabe aufhört und ich beginne. Manchmal ist es schwer zu sagen, wo Gabe aufhört und ich beginne. Sein Job, seine Wohnung, sein Leben hier. Aber ich denke, den deutlichsten Übergang sehe ich in Steph und Ryan. Wenn wir alle zusammen sind, stelle ich mir vor, wie er an meiner Stelle da ist. Und ich werde zum Zuschauer dieses Lebens, das ich kaum kannte. Oder ich entscheide mich dafür, Gabe zu vergessen. Und so unwahrscheinlich es auch ist, zu akzeptieren, dass Steph und Ryan meine Freundschaft schätzen. Unabhängig von Gabe. Ich denke, ich weiß, was Gabe wollen würde.
see that I'm done with a world that took more than it gave. When we were young and we rose for the sun, did you ever think twice about this game? Meine bevorzugte Waffe. Okay, ich muss mir meine Mütze schnappen. Sie. Ja, ich muss nicht wissen, wofür die war. Noch eine von Gabes versteckten Dosen. Mann. Halb Person, halb Kipplaster. Ich denke, ich weiß, wo du reinpasst. Halb Person, halb Kipplaster. Ich verstehe dich. Steph weiß, wie man mit wenig Geld ein Lab veranstaltet. Hoffentlich gefällt es ihm. Oh, scheiße. Die Feder muss von der Mütze abgefallen sein. Vielleicht ist sie hier irgendwo. Das hatte Gabe bei sich. Pike hat mir die vor ein paar Tagen vom Gerichtsmediziner vorbeigebracht. Ich habe mich bisher gedrückt, die durchzusehen. Okay. Man kriegt den Jungen aus dem Jugendknast. Oh. Ein Streichholz übrig. Ich weiß nicht warum, aber es muss etwas Besonderes für Gabe gewesen sein. Man weiß nie, wann man ein Streichholz braucht. Ich gebe noch nicht auf Gabe. Ich suche lieber nach der Feder. Was die Details angeht, ist Steph echt kleinlich. Vielleicht entlockt dir der Schlüssel endlich deine Geheimnisse. Das war bestimmt von Gabe.
Die Liste ist echt lang. Aber ich wette, er hätte alles abgehakt. Wow, Gabe, du findest immer noch Wege, mich aus der Bahn zu werfen, ha? Huh? Diese Feder trennt die Straßenmusiker von den Baden. Okay, ich suche mal lieber gleich nach Ethan. Alex, die Badin. Zu ihren Diensten. Zeit loszuziehen. Eines Tages höre ich auf, ein Gammler zu sein. Aber für den Moment bin ich einfach nur dankbar. Ich brauche von dir jetzt keine Aufmunterung oder so. Okay. Vielleicht war das jetzt nicht die subtilste Idee, aber... Steph hat das Lab tagelang geplant. Du liegst dir echt am Herzen. Ich will ja auch mitmachen. Es ist nur... Alle arbeiten so hart. Und wenn ich nicht glücklich bin, sind alle enttäuscht. Muss komisch sein, dass ein paar Erwachsene dich dazu drängen wollen, ein Kostüm anzuziehen und so zu tun, als hättest du Spaß dabei. Ja, ganz besonders meine Mom. Sie guckt die ganze Zeit so traurig, weil ich so traurig bin. Aber ich kann nicht einfach so tun. Naja, dann tu halt nicht so. Sei du selbst. Oder du selbst mit Schaumstoffschwert und komischem Helm. Aber was, wenn es mir trotzdem, naja, keinen Spaß macht? Dann lass es. Ist auch okay. Niemand wird enttäuscht von dir sein, weil du bist. Okay.
Aber ich mache es nicht allein. Du musst mir helfen. Natürlich. Fëanor, der Monsterjäger. Dem Himmel sei für eure Ankunft gedankt. Ich bin auf der Suche nach einem großen Helden. Könntet ihr das sein? Erzählt doch von euren Heldentaten. Da gibt es so einige. Vielleicht kann meine Bardin ja etwas über mich singen. Oh, sicher. Groß. Doch Fëanor vertrieb sie mit nur einem Stoß. Meine Güte! Ihr müsst also die Bardin Alexandra sein, deren Lieder magische Kräfte haben. Mir scheint, als wäret ihr genau die Helden, die ich brauche. Mein Name ist König Tabor. Das Zeitalter der Monster kam über mein Königreich. Furchtbare Kreaturen wandeln umher und mein Volk lebt in ständiger Angst. Aber es gibt noch Hoffnung. Denn eine uralte Prophezeiung besagt, dass drei Seelenjuwelen uns alle retten können. Ihr müsst losziehen, um sie zu suchen, dabei den Gefahren trotzen und mir die Juwelen bringen. Habt ihr verstanden? Klar! Ja. Gut, dann zieht los. Sofort. Mein Volk verlässt sich auf euch. Sollen wir mit der Hauptstraße anfangen? Okay. Zeit, ein paar Juwelen zu finden. Das ist echt irgendwie aufregend.